Hallo und willkommen bei unserer FIFA-Saison mit dem SC Paderborn. Ich bin der Moka, schön, dass du wieder da mit dabei bist. Ja, letztes Spiel war ja nur das Unentschieden gegen Hansa Rostock, wo wir dann natürlich nicht näher rangekommen sind. Oh, bei uns werden sogar zwei Spieler für Nationalmannschaften abgestellt. Yeboah, da gut, der ist geliehen, aber was hier für Kanada, das freut mich für den. Das, obwohl er bei uns nicht mal Stammspieler ist. So, kommen wir zur Aufstellung für die nächste Partie. Das sieht ganz gut aus. Allerdings, kommt was hier für Ritter? Der ist mir in den letzten Spielen nicht sonderlich positiv aufgefallen. Und, also auch nicht negativ, das kann man nicht sagen, aber er ist halt nicht positiv aufgefallen und deswegen. Ja, kommt er einmal raus. Jetzt gehen wir mal, jetzt gucken wir mal. Yeboah und Ritter sind geliehen. Manek ist ein Perspektivspieler. Da weiß ich noch nicht, Herr Brinkmann, den brauchen wir nicht wirklich. Den Itter, den würde ich natürlich gerne halten. Und den Clement. Machen wir erstmal mit dem Itter eine Vertragsverhandlung. Mal gucken, was er so möchte. Sporadisch ist vollkommen in Ordnung. Weil mehr ist auch nicht drin. Willst du 3 Jahre? Das ist perfekt. Wie frei, aber. Gegenangebot. Ich biete dir 2,5 an. Ein Einstieg kriegst du 42. Und den Bonus entfernen wir. Was hältst du davon? Das habe ich jetzt alles nicht gespeichert. Jetzt hat er seine 3000, die er wollte. Egal. Und dann versuchen wir noch Clement zu verlängern. Wichtig. Die Rolle muss man ja leider immer akzeptieren. Wenn der 2 Jahre will, kriege ich 3 Jahre raus. Das ist perfekt. Eine Freisalbesumme wollen wir natürlich auch nicht. Gegenangebot, Gehalt. Mach mal eine 9000 raus. Das geht in Ordnung. Da machen wir 100.000 daraus. Und das ist in Ordnung, weil 20 Tore werde ich mit dem wahrscheinlich nicht schießen. Wenn doch, hat er sich's verdient. Hier bleiben wir mal bei 9.000. 25 kannst du haben. 125.000. Ja, ich nehme den Ton mit auf. Das ist in Ordnung. Neun, fünf. Das geht doch, das ist doch in Ordnung, dass er das jetzt annimmt. Wie lange steht der Spieler, den wir am längsten unter Vertrag haben? 3 Jahre, 10 Monate, das ist Michel. Und der wertvollste Spieler ist Müll, den haben wir noch 4 Jahre, das ist gut. Wir können ja mal versuchen, ob wir Ritter nach der Leihe unter Vertrag nehmen können. Das wäre gar nicht so verkehrt. Weil da haben wir jetzt halt nur Karimi und mit dem. Der ist zwar noch jung, aber ich glaube, mit dem wird das bei uns nichts. So, gehen wir in das Spiel gegen den FC Zwickau. Zwickau. Wir spielen in dem klassischen 4-1-2-1-2. Ja, geht's los. Ja, ich war ja gestern bei der Saisoneröffnung meines Vereins, Eintracht Braunschweig.
Beziehungsweise beim letzten Testspiel, bevor am Freitag, 27. die Saison losgeht. Das war, ja, sehr enttäuschend. Aber okay. Hoffen wir, dass es während der Saison besser wird. Dann gucken wir uns natürlich noch die Aufstellung des Gastgebers an. Öztürk kenne ich. Washausen ist auch ein ehemaliger Braunschweiger, den kenne ich auch. Ansonsten, wie gesagt, in der dritten Liga kannte ich mich letzte Saison nicht gut aus. Das wird sich diese Saison natürlich dann ändern, dadurch, dass Braunschweig in der dritten Liga ist. Ja, was der Kommentator da sagt, dass es ein guter Start von beiden Teams ist, wollte ich bei mir jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Da war mehr drin. Und das ist aber ein super Start. Nach einer Minute 45 schießt Michel das Tor. Der Torjubel, der abgeguckt ist von James Harden, der nach seinen Körben in der NBA auch immer den Topf umrührt. Solange hier die Fortnite-Jubel nicht implementiert werden, geht das ja noch alles klar. Und das soll kein Diss gegen Fortnite sein, ich bin ja selbst Fortnite-Spieler. Krause hat sehr schön aufgepasst, hat sogar den Spieler verletzt. Das war aber keine unfaire Aktion. Sehr schön aufgepasst von Kararic. Jetzt versucht Böder das Spiel ein bisschen schneller zu machen, Clement. Und jetzt über Collins. Christopher wäre gegangen, aber ich glaube, der wäre auch im Abseits gewesen. So, Philipp Tietz durch. Das war natürlich riskant, dass er da noch mit den Beinen reingesprungen ist. Collins verliert das Kopfballduell, aber Böder passt auf. Schonlau. Was hier in der Mitte? Ah, schade, da hätte ich vielleicht mit Krause aus der Distanz schießen sollen. Foul von Christian oder Collins? Krause deckt da offensiv. Sehr schön gemacht von Collins. Basse, Krause, Collins. Oh, das war schön. Jetzt ist Christian da auf der rechten Seite, linken Seite. Boah! Krause aus dem Hintergrund. Aber geblockt von einem Wien Wiesbadener.
Und jetzt vielleicht mit dem Konter? Oh, Krause ist perfekt aufgepasst. Was er jetzt nicht perfekt gemacht, aber. Mühl mit dem Foul an der Strafraumgrenze, das ist nicht gut für direkt geschossene. Da habe ich einen Mann aus der Mauer rausgeholt, weil aus der Position dachte ich nicht, dass das ein Direktschuss wird. Wurde es ja auch nicht, das war eine Flanke. Sehr schön, ein Kopfball aus der Distanz war jetzt nicht so mega riskant. Och, da hätte ich noch einen Moment warten müssen. Das war. Der Schuss war ja peinlich von Christian. Ajaj. Ach, einigen wir uns darauf, dass ich den Ajaj nenne. Das ist doch. Ich vermute auch ganz stark, dass das die Aussprache seines Namens ist. Krause schön abgefangen. Mühl. Wollte auf Ajaj spielen. Aber abgefangen. Uiuiui, der Schuss war gar nicht verkehrt. Oh, Wasser mit einem Schuss. Ganz knapp vorbei. Ja, der darf sich auch nochmal zeigen vor seinem Einsatz in der Nationalmannschaft. Oh, und Könnecke ist durch. Könnecke. Und daneben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wenn die so straight durch sind, fällt das Tor. Wasshausen hat abgefangen. Wachmut, Wasshausen. Nach vorne noch auf Öztürk. Schöne Flanke auf Bahn, aber. Ja, nach dem schnellen Führungstor flacht die Partie etwas ab auf Paderborner Seite. Unkonzentriertheiten in den Pässen. Das war ein Foul. Wo war das ein Foul? Jetzt der Konter über Wasser, der wird aber zurückgepfiffen. Schade, das wäre vielleicht eine gute Chance geworden. Ja, jetzt ist wieder Halbzeit. Wir machen wieder eine kurze Pause. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wir machen weiter genau mit der Aufstellung, die wir jetzt zurzeit haben. Ja, was soll ich sagen? Es ist gerade Sonntagmorgen. Nach diesem Video gehe ich erstmal schnell Brötchen holen für mich und meine Frau. Unsere Tochter schläft heute auswärts bei der Oma für sie, bei der Frau meiner Mutter. Bei der Mutter meiner Frau, was rede ich denn da? Gott, es ist vielleicht noch zu früh. Ah, das war knapp. Schön, schade. Wasser hat da versucht, auf Ajaj zu flanken. Jetzt.
Collins und Müller über links. Da kommt aber der Keeper raus, sicher. Glück gehabt, das war eine riesen Chance für Zwickau. Koch kommt für Washausen. Wasser ist interpretiert meiner Meinung nach die Rolle etwas in, offensiver als Ritter. Zumindest in den letzten Spielen. Schön sicher zurückgelegt von Collins auf unseren Keeper. Clement geht jetzt über rechts. Clement über rechts, ja. Ha, schade. Er wollte zurück in den Rückraum auf Tietz legen. Da ist der neu eingewechselte Koch. Was he? Ah, da wollte Michel uneigennützig auf den mitgeeilten Wasser legen. Und wieder ein Konter über Eisele. Oh, und eine Direktabnahme von Zwickau. Aber das war nichts. Herzbruch kommt für Collins. Mané kommt auch wieder mal rein. Wir machen jetzt gleich den Dreierwechsel und Ritter kommt für Clement. Zulonski darf heute dann mal nicht drauf. Ja, das klare Zeichen soll sein. Bitte halten wir mindestens das Unentschieden, aber eigentlich müssen wir noch nach vorne spielen. Haltet mir den Sieg, was laber ich denn? Es ist eventuell noch ein bisschen früh. Öztürk, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf defensiver. Es ist sehr gut, dass die keinen wirklichen Schuss aufs Tor hinbekommen. Hier regnet es mittlerweile richtig ordentlich, Buschi. Ja, da könnte wirklich froh sein, dass die Gasanlagen heutzutage so modern sind, sonst wäre ja ein Spiel überhaupt nicht mehr. Da ist die Chance. Mané, oh Mané, aus der Distanz, das waren mit Sicherheit 25 Meter. Das ist natürlich jetzt Provokation, dass er vor den Zwickauer Fans jubelt, aber egal. Ein Traumtor von ihm. Sehr schön gemacht. Und damit sollte der Sieg gesichert sein. Ja, ohne große Probleme würde ich jetzt nicht sagen. Defensiv sieht das nicht ganz so gut aus, aber 2-0. So. Ah, schade.
Ich weiß nicht mal, was da gepfiffen werden sollte. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Michel, geh hinterher. Da ist keiner. Starte durch. Sehr schön. Sehr schön. Och. Gott. Den muss ich ins Tor machen. Nicht gut, nicht gut. Ja, wie ihr mit Sicherheit schon gesehen habt, spiele ich auf der PS4. Krause, oh, sehr schön. Und da hat Ritter den Ball verloren. Oh, sehr schönes Direktspiel hinten raus. Auch wenn man hinten eigentlich die Pässe nicht so spielt. Und Ajesh. Mit dem Abschluss. Aber das Spiel ist durch. Sehr schön. Ein 2-0-Sieg, der auch verdient war. Wien Wiesbaden hatte zwar die Chancen. Zwickau, ich weiß nicht, was ich heute mit Wien Wiesbaden habe. Das gibt's nicht. Das ist das dritte Mal, glaube ich, dass ich Wien Wiesbaden erwähne. Zwickau hatte zwar seine Chancen, aber nur 2 Schüsse aufs Tor. Schussgenauigkeit von 18% und das reicht einfach nicht. Ein Traumtor von Mané, muss man wirklich so sagen. Aus 25 bis 30 Metern abgezogen, schön in den Winkel, keine Chance für den Keeper. Wir haben 2 neue E-Mails. Der monatliche Scouting-Report, das ist doch schön. Nein, den möchte ich nicht haben. Den habe ich jetzt 3 Monate beobachtet, ihn auch nicht. Nee, garantiert nicht. Habe ich letzten Monat nicht die Spiele abgelehnt? Ich denke, 85 ist immer so bei mir die Grenze, wo ich sage. Aber den gucke ich mir mal an und nein. Monatsbericht der Jugendmannschaft gucke ich mir auch nochmal an. Ja, auf Wagner, in Wagner we trust. Das ist doch ein schönes Zitat. Aus den Übungen nehme ich jetzt mal zur Zeit den Mühl auch raus, dass wir unseren Groß auch trainieren können. So. Da wir ja die Mail bekommen haben, dass jetzt Länderspiele anstehen. Wir jetzt trainieren zweimal groß. Das ist ein Fehler, den ich gleich noch beheben muss. Dass Spieler für die Nationalmannschaft abgestellt sind. Ist jetzt gerade Länderspielpause. Eventuell kriegen wir ein Angebot, Nationaltrainer zu sein. Wobei ich glaube, dass immer erst in der zweiten Phase ist. Ich habe mich gerade schon gewundert, was da jetzt Bremen macht. Aber ja, in der letzten Saison war ja noch die Bremer 2 in der Liga. So, jetzt haben wir es richtig. Die Trainingseinstellung.
Groß entwickelt sich, Wagner entwickelt sich. Unser Keeper ist auch kurz vor dem Sprung auf die 70, das ist doch sehr schön. Dann simuliere ich noch bis zu dem Spiel vor. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ein Transferangebot, das werden wir noch annehmen. Ja. Wir versuchen natürlich noch möglichst viel Geld rauszuschlagen. Neue Transfersumme vorschlagen. Wie wär's mit 60.000? Vorher ablehnend werde ich aber. Fünfundvierzig 500. Das nehmen sie an. Getaway United, ich glaube, die kommen aus Irland, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann ist jetzt das Spiel gegen Bremen 2. Wir sind auf dem dritten Platz, 2 Punkte hinter dem zweiten. Der direkte Aufstieg ist natürlich das Ziel. Den verfolgen wir jetzt weiter. 11 Spiele haben wir schon hinter uns. Das 12. Saisonspiel steht an. Aber das seht ihr im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Einen schönen Tag noch euch. Und ciao, ciao, euer Mucka.